Meine Güte, ich bin total geflasht. Das kann doch gar nicht wahr sein. Fotzibärchens und ping erstmal. Ich weiß gar nicht, ob das heute eine wahre durch die Nachtfolge wird, weil heute ist nämlich Kunst und Kultur angesagt. Ich habe endlich nach all der Zeit, nach all den Jahren, mal Karten bekommen für ein Deadcan-Dance-Konzert, weil ich da schon immer hin wollte. Ich stehe total auf Deadcan-Dance und heute ist es endlich mal soweit. Da geht es in den Ruhrkongress nach Bochum und da wird Deadcan-Dance geguckt. Die Karten waren nicht ganz billig, zugegeben, aber ich habe auch die beste Kategorie genommen, weil ich direkt vor der Bühne sitzen wollte. Scheißegal, einmal im Leben, denke ich, muss man Deadcan Dance gesehen haben. Warum? Ja, weil die haben mich musikalisch schon beeinflusst und zwar vor allen Dingen dieses Album, das habe ich mal hier rausgelegt. Garden of Arcane Delights. Das ist jetzt leider nur ein Bootleg, aber ein sehr schönes, wie ich finde. Und da ist der Song drauf, In Power We Entrust the Love Advocated. Und der hat mich damals so gepackt, das war einfach ein unfassbares Erlebnis. Und danach folgten halt LPs für Serpent's Egg oder Spleen and Ideal, keine Ahnung, diese Into the Labyrinth, dieser ganze Kram. Und das hat mich wirklich, wirklich maßgeblich beeindruckt. Und heute ist es endlich soweit und ich kann endlich Deadcan Dance sehen. Und naja, jetzt sitze ich hier noch in meiner Man Cave, um euch das so ein bisschen zu erzählen. Und dann schnappen wir uns gleich die kleine Knipse, und zwar die hier, weil ich nicht weiß, wie die da auf große Kameras reagieren. Da möchte man ja auch niemanden stören oder so, zumal das hier auch bestuhlt ist, ne? Also man steht da nicht, man sitzt da wirklich und Schnauze halten. Deswegen kann ich während des Konzerts wahrscheinlich nicht so viel machen. So, das gute Stück hier mal wieder in die Hülle packen. Ja, was soll ich sagen? Gleich jetzt los. Ich trinke jetzt noch mal ein Bier aus, dann gehe ich noch mal duschen. Ne? Ist ja auch heute heiß, sehr heiß. Ja, und dann sehen wir uns im Auto beim nächsten Bier oder wenn ich da bin und die ersten Stimmungen einfange. Bis dann. Ja, immer noch Man Cave, aber hier sind schon mal die Tickets. Ne? Schön, fein, oh, falsch rum, ne? So rum, genau. Ne, so rum. Ne, oder vielleicht doch so rum. Weiß man nicht. Das sind auf jeden Fall die Tickets und wir machen nochmal Ping hier. Habe ich mir schön eingekippt, ne? Bisschen Cola, muss man auch mal trinken. Weil ich denke, gleich, wenn das bestuhlt ist, da kann man nicht aufstehen und einfach saufen gehen, oder? Das ist ein bisschen blöd. Aber warum sitze ich noch in der Man Cave? Ich sitze hier, weil die Frau dauert. Und im Hintergrund läuft gerade Metal Mittwoch Siffi, ne? Ist gerade Konzertausschnitt. Da kann man mal eben kurz zur Kamera gehen. Tschüss. Endlich wieder Beifahrer sein und im Auto sitzen. Ping. Ist aber auch schon so, ne? Bei der Sonne und dem ganzen Kram, da merkt man ein Bier auch schon so wie zwei oder drei. Deswegen, das wird heute kein Ping-Festival. Nein. Heute gibt es Kunst und Kultur, meine lieben Fotzibärchens. Da wollen wir mal hier die Kirche im Dorf lassen. Und neben mir sitzt hier die Sari Viré, ne? Und Sari Viré, das ist dein erstes, das ist hier Erlebnis mit Deadcan Dance. Was, ja. 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 Ich bin wieder mal sehr gespannt. Du hast mir wieder mal viel versprochen. Und mal gucken, ob die es einhalten können. Ihr habt's gehört, ne? Lisa Gerard und Brandon Perry. Jetzt hätte ich beinahe Luke Perry gesagt. Das liegt an euch jetzt. Die Alte da zu beeindrucken. Oh, die bremst immer so, ne? Das ist unfassbar. Sei froh, dass ich bremse. Ja, ja. So, endlich angekommen und eingepackt. Dieses scheiß Parkhaus, ne? Das wurde ja gebaut, bevor SUVs erfunden wurden. Und deswegen, jetzt sind wir hier Starlight Express, ne? Hier. Starlight Express, ich brauche dich. Nein. Wieder Ruhrkongress Bochum, ne? Ihr kennt das noch von Ghost. Da waren wir bei Ghost. Mal gucken, ob das heute genau ein solch unvergessliches Konzerterlebnis wird. Hier die Schlange ist ganz schön lang. Die Leute warten Eingang, aber ist nicht so lang wie bei Ghost. Da standen die ja hier einmal um den Block. So, jetzt sind wir angekommen. Hier im Hintergrund seht ihr übrigens die Einlassschlange, ja? Und ich laufe jetzt auch schon so ein paar Sekunden. Das ist, ja, das ist ein weiterer Beweis dafür, warum ich lieber 5 Euro ausgebe, mir irgendwelche unbekannten Bands angucke, als das. Aber das ist ja unfassbar. Eine Unfassbarkeit, wie viele Leute hier stehen. Es hört gar nicht auf. Man kann laufen und laufen und es hört gar nicht auf. Ich nehme jetzt einfach mal mit. Wir gehen jetzt mal zusammen zum Ende der Schlange. Soll da mal sehen. Heavy Metal! Das war
richtig nochmal krass. Aber jetzt erstmal rein, Pipi und Bier. Das ist sehr, 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 sehr essentiell wichtig. Ping, ne? Mm. So, jetzt sind wir hier in den Hallen, im Ruhrkongress schön drin, ne? Ja, was soll ich sagen? So ein bisschen wie Reichsparteitag der Grünen, ne? Also schon anderes Publikum. Schon anderes Publikum als das, was ihr normalerweise von meinen Videos gewohnt seid, ne? Also so ein bisschen überalternativ, nennen wir das mal so. Wir wollen ja nicht Herr Hate Speech und so, ne? So, ping und dann geht's rein. Hier. Schnell rein ins düstere Gemäuer. Plätze gefunden und es ist wirklich fantastisch. Also da war das Geld sehr gut angelegt, weil guck, wenn man sich jetzt so umdreht, ne, jetzt könnt ihr das sehen, man sitzt wirklich direkt vor der Scheißbühne. Richtig, richtig, richtig gut. Ich bin sehr zufrieden mit meiner monetären Investition. Und jetzt kann es ja auch mal losgehen. Gerade gesehen, ne? David Cook Herrmann. Wusste gar nicht, dass sie eine Vorband haben. Ich war da ein bisschen geflasht, aber der hat diese geilen Handpans gespielt, die ich schon immer haben wollte. Das kannst du dir nur leider nicht leisten, weil so ein Kübel kostet irgendwie 2.500 Euro. Aber richtig geil, richtig wunderschön. Habt ihr ja gerade gehört, was da für Töne rauskommen. Einfach fantastisch. Sehr, sehr, sehr schöne Einleitung. Jetzt sind wir nochmal in dem Raucherareal, ganzen Süchtigen. Und dann geht's gleich los mit Frau Girard und dem Herrn Perry. Das geht nicht ohne Toilet Shot. Dann machen wir nochmal Ping, ne? Hier, schön. Heute läuft das nach dem Motto, wie Harald Junke schon sagte, ne? Keine Termine, leicht einsitzen, morgen frei, super. Gerade der Mensch an den Handpans, super. Und jetzt Dead Can Dance, bitte. Ich bin total geflasht, das kann doch gar nicht wahr sein. Das kann nicht einfach nicht wahr sein, Ping, ne? Ich brauche jetzt erstmal 5 Minuten, um mich zu sammeln und dann reden wir weiter, ja? Jetzt habe ich ja noch ein Bier getrunken, ich bin immer noch geflasht. Also, ich bin vor allem, aber vielleicht weiß der nette Mann ja mehr Worte zu finden als ich. Ja, also ich bin jetzt einfach nur geflasht, komme jetzt frisch aus dem Konzert, Dead Can Dance. Heute, glaube ich, das 5. Mal gesehen. Öffnet Türen in eine andere Welt. Ich bin einfach nur baff, geil und ich habe mich gewundert und gefreut, den Gorminister zu sehen. Setzte mich hin und sagte nur zu meiner Frau, guck mal, der Gorminister. Und da war er. Und er war auch übrigens sehr erstaunt, dass ihn jemand bei einem Dead Cadence Konzert von hinten anruft. War es ja mein erstes Mal, dein 5. Mal. Ja. Also ich bin total fix und fertig mit den Nerven. Ich müsste irgendwie so Valium nehmen, jetzt wieder runterzukommen. Ich bin so, aber nach 5 Mal ist das immer noch so krass. Ja, vor allem, wenn du Parallelen siehst, so in der Interaktion auf der Bühne,
Du erkennst Musiker wieder, du erkennst neue Versionen der Stücke. Das ist einfach total interessant, so Fortschreiten zu sehen in dem Ganzen. Und es ist immer wieder geil. Da kommt immer wieder dieses Gefühl, da ist irgendwas anderes, sobald die spielen. Das verbindet die Leute miteinander. Das empfinde ich immer wieder. Auch wenn es 5-mal ist. Wie oft hast du die jetzt gesehen? Das erste Mal jetzt. Sind wir jetzt entjungfert worden. Ne? Sozusagen, ja. Ich bin absolut, jetzt mal ganz ohne Witz, als sie Empower, We and Trust, The Love Advocate ist gespielt, da liefen einfach die Tränen. Das gebe ich auch offen zu irgendwie, da liefen einfach Tränen. Wie ist dir dabei gegangen? Ich habe da einen etwas anderen Ansatz dran. Ich kannte die Band eigentlich noch nicht wirklich. Ich kenne relativ viele Acts, die von Dead Can Dance beeinflusst sind, aber Dead Can Dance selbst habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Und jetzt habe ich gestern über Facebook bei Marcel gesehen, Veranstaltung Dead Can Dance, und ich dachte mir, oh, das ist jetzt mal die Gelegenheit. Und da bin ich heute relativ spontan hier hingefahren und ich hatte keine Karte, kein nix. Einfach hingefahren und hab dann hier draußen vor der Tür jemanden getroffen, der ein Ticket verkauft hat. Ich wollte eigentlich schon von vornherein beste Kategorie haben. Der hatte ein Ticket für die beste Kategorie. Kostet 70 Euro oder 72 Euro oder so. Dann sag ich, was willst du haben? Dann sagt er 40 Euro. Ich dachte mir, oh, warum so günstig? Ja, ich muss die loswerden. Da habe ich schon echt schlechtes Gewissen gehabt. Da habe ich ihm 50 gegeben. Ticket gekauft, rein. Und als ich mich hingesetzt habe, habe ich gemerkt, das ist der Typ, der sitzt neben mir. Der war mit Freunden und Verwandten irgendwie da und hatte einfach ein Ticket übrig, weil jemand krank geworden ist. Und ich hatte ein richtig schlechtes Gewissen, weil ich wollte ihn da überhaupt nicht übervorteilen. Er hatte zwar jetzt natürlich das Ticket losgeworden für mehr, als er wollte, aber dann habe ich ihm nochmal 20 Euro extra gegeben. Dann kamen wir ungefähr auf den Verkaufspreis wieder raus. Ihm ging es gut. Ich hatte einen super Platz bekommen, den ich sonst nie bekommen hätte, und alle sind glücklich. Und dann, das ist schon mega fair, das muss man sagen. Ja, also ich kaufe keine Tickets auf dem Schwarzmarkt, das mache ich nicht. Ich möchte nicht, dass irgendjemand dran verdient. Und wenn ich selbst Tickets kaufe, dann verkaufe ich die zum Einkaufspreis. Dann will ich hier auch, dass andere Leute die gleichen Konditionen kriegen. Starlight Express, ich brauche hier auf nicht. Jetzt geht's nach Hause. Aber die wichtige Frage ist ja, jetzt sag doch mal, war das nicht outstanding? Ich fand's schon echt ziemlich geil, muss ich sagen. Habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Ich hatte ja Vorurteile und dachte, die wären ein bisschen öde. So. War gar nicht so. Ach, da pennt man nicht rein. Genau, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich einpinne. Wir saßen ja ziemlich, also in der zweiten Reihe. Und das wäre mir dann doch peinlich gewesen. War aber überhaupt nicht so, sondern im Gegenteil. Ich stand tatsächlich oder saß tatsächlich zwischendurch mit offenem Mund da. Und da habe ich gedacht, oh, mach mal zu. Sieht doof aus. Also krass, also ich fand die Präsenz von vor allem von der Frau echt irgendwie so anders, so nicht magisch. Von hier irgendwie, ne? Also ja, war geil, war cool. Komm ich nochmal mit. Was soll ich euch sagen? Es ist wieder soweit, ne? Nach jeder Durch-die-Nacht-Folge oder naja, nach fast jeder Durch-die-Nacht-Folge müssen wir bei Burger King einkehren und nochmal schön Grundlage schaffen, damit es morgen nicht ganz so bitter wird mit dem Kater. War auf jeden Fall ein amazing Konzert. Ich würde mal sagen, Top 3 Konzerte aller Zeiten. Jetzt lasse ich mich hier noch draußen ein bisschen von Reggae berieseln, während ich auf mein Burger-Menü warte und dann geht's ab nach Hause. Und für euch heißt es dann auch mal abschalten, ne? Zu viel Internet ist ungesund. Abschalten.